So, mal die Frage, warum schreibt man nicht auf Deutsch, wenn man kein Englisch kann? Also, weil Englisch 1337 ist, weil Englisch cool ist, deswegen schreibt man Englisch, obwohl man kein Deutsch kann. Cool. Also jeder, der grammatikalisch unkorrektes Englisch schreibt statt Deutsch, der ist 1337. Ein Elite-Hacker. Was auch immer. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ah, dann gehen wir mal vor. Gehen wir mal vor, gehen wir mal vor. Ne, der geht zurück, aber wir gehen vor. Oh, jetzt gibt's gerade Englischkurs im Chat. Na, das war knapp, aber egal. Da mache ich auch mal Aufnahmepause und join das nächste BG. Auch schon wieder, alter Rack. Was für ein Zufall. Dabei habe ich mich doch noch für die... Warte mal, für Insel der Eroberung, glaub schon. Dafür habe ich mich noch angemeldet, aber egal. Dann sind wir halt wieder in alter Rack. Immer diese Arena-Invites kann man nicht mehr in Ruhe... Ich will auch nur BG spielen in einer scheiß Arena. Wenn ich Arena zocken will, dann spiele ich Half-Life Deathmatch. Das ist halt noch ein Spiel. Ich will doch nur mit Zergen, aber in mit Flame im Chat und... So, den habe ich jetzt gezeigt. Der ist ja Kack-Arena. Echt egal mit jedem Char, wo ich einlogge. Fragen mich irgendwelche Typen, ob ich mit den Arena spielen will. Glaube ich jetzt mit meinem Charmy einlogge, mit meinem Mage, mit meinem Hunter, mit meinem... Was habe ich noch alles? Hexer. Oh, das nervt mich so. Ich bin doch eh so ein Kack-Buhn und da... Da behindere ich die Leute ja mehr, als dass ich denen nütze. Deswegen lehne ich gleich Arena in Walz ab, weil ich habe zwar früher Arena gespielt, aber nix. Genau. Im untersten Waiting immer mitgespielt, weil ich kann nichts außer Flame im Chat. Naja, aber ich muss man ja können. Ich kann im Chat Flame, das ist ja auch schon mal was. Und ich bin ja auch ein Klicker, wie man sieht, ich klicke hier die ganze Zeit. Und jetzt steht mir die Tastatur im Weg, deswegen bin ich nicht gescheit hingekommen. Das ist auch so blöd. Toll, der Held des BG ist schon wieder. Zieh die scheiß Balinder nach hinten.
So. Wasser Elemental ist schon wieder weg. Bist du schon wieder weg? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Erinnerungspunkte 2006. Ah, da habe ich schon wieder Items für Lose gefarmt für den Jahrmarkt. Jahrmarkt spiele ich auch immer gern. Kann ich ja mal machen. Ich habe nächste Woche, ab nächste Woche habe ich 3 Wochen Betriebsurlaub. Dann habe ich quasi, das fällt quasi auf den Jahrmarkt, dann kann ich mal die Jahrmarkt-Quest zeigen. Kennt zwar jeder, gibt schon 1000 Videos dazu, aber ist mir scheißegal. Def, Feld, danke, ihr geht es alle dumm nach von Rennen. Frostwolf, Surfer, Frostwolf, sowas kommt meistens vom Frostwolf, gern auch mal vom Blackrock. Ist schon schwer auf die Map zu achten und selbst zu entscheiden, ob die Hälfte Def oder nicht. Voll Hirn sind, das kann, das ergibt wieder grammatikalisch keinen Sinn. Und überhaupt keinen Sinn. Da ist ein Penomissen. Ich kann es nicht aussprechen. Wenn ihr schon Devs wollt, dann auch nicht vor der Hütte Dev. Ich verstehe es nicht. Bohnenburrito. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Scheiße. Aber ich habe mir ja vorher eine derbe Kartoffelpfanne gemacht mit Paprika, Paprika, Zwiebel, Schalotten, Knoblauch, geschnitzeltes und so weiter und so fort. Alles nur frisches Gemüse, kein TK. Wir waren nicht mal 10 Leute in Garni, das ist ein Trauerspiel, stimmt. Eine Schweigeminute. Genau, noch Karotten, gebratene Karotten noch mit zu den Kartoffeln dazu in die Kartoffelpfanne. Und noch gut Pfeffer, Salz, gescheit Würz abschmeck. Essen immer abschmeck, immer abschmeck. Das ist wichtig. Nicht so, wenn man in ein Restaurant ist, dann bekommt man plötzlich ein versalzenes Steak. Ich habe mich mal in einem Restaurant, habe ich so ein versalzenes Steak bekommen. Das konnte ich nicht essen. Habe ich ein Stück gegessen, ausgespuckt, habe ich ihn probieren lassen, ausgespuckt. Das war so eklig. So ekelhaft. Jetzt kommt man selbst mit einem Glas Wasser nicht mehr ist. Da hat der Koch wieder Mist gebaut. Das geht gegen seine Kochehre. Das ist eine Affront. Das ging gegen mich oder ihn oder gegen die Kochehre. Tja. Der Dude hat uns echt nicht im Visier. Ich weiß auch nicht wieso. Ich mach doch nichts. Ich nehme ihn nur an die Leine, so wie es sich gehört für eine Kätze, für ein Kätzchen. Oh. Du, das sind aber süß, finde ich. Hätte dann nochmal Slash Dance eingeführt. Das wäre noch nice, aber. Oh, er verlässt das BG. Wir sind verloren. Oh nein. Oh. Jetzt muss ich die Aufnahme abbrechen, weil das BG verlassen hat. Kann man leider nichts machen. Ah, jetzt ist er endlich raus, weil so Holder kann ich echt nicht ertragen. Selbst wenn man verliert, bekommt man trotzdem noch Ehrenpunkte, wenn man drauf scharf ist. Ich brauche zwar keine mehr, aber. Dann gibt es ja so Leute, die verlassen das BG, um ihre IP-Statistik aufzuwerten, dass sie nur Wins in ihrer Statistik haben und keine Niederlagen. Das ist auch total lächerlich, finde ich. Sonst ist ich halt eine Penisverlängerung hole statt so ein scheiß Statistik. Hätten sie glaube ich ein wenig mehr von. Aber ist egal, dann gehen wir mal vor.
nach dem BG gibt's das mal für, ja, da gibt's das mal Fressi. Also für mich, für euch nicht. Was macht ihr vorne? Nix. Der ist aber böse. Wieso greift er mich an? Zu langsam. Komm schon. Da komme ich doch bestimmt durch. Ist der noch hinter mir? Ist der noch hinter mir? Das lädt immer noch auf. Jetzt ist der immer noch hinter mir. Was will denn der? Ich verkauf doch nix. Das ist noch nicht bereit. Das geht immer noch auf. Das kann man nicht sehen. Gott, wie der Schulter von mir davonläuft. Echt erbärmlich, die Allianz. Naja, kann man nichts machen. Ich werde auch von mir selber davonlaufen, wenn ich könnte. Besonders wenn ich dann Spiegel schaue oder... Also manchmal habe ich Angst vor mir selber, so gut bin ich. Das ist schlimm. Jetzt ist er schon wieder hinter uns. Hat er etwa mein Gegenzauber unterbrochen? Nö. Quatsch, geh ja gar nicht, das Instant. So, im Chat, ui, da haben wir aber einige auf ein Superman-Häftchen übernachtet. Mit 10 Mann auf mich drauf und Emotes bam, besser als kommt stark. Ja, Emotes finde ich toll. Kann ich hier auch mal machen. Ist, da wir haben zwei Türme weg, die haben auch zwei Türme weg, ne,
einen. Damage of Wanda, ignoriert die Allies. Aha. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Als ob ihr jemand lesen könnt. Oh, das ist... Aoi, ach, jetzt sind sie schon alle fast tot. Da nun der Aoi doch nur so. Ah, erstmal in Sicherheit und jetzt. Oh, das war wieder knapp, naja. Okay, dann gehe ich erstmal fressen. Das waren zwei schöne PGs. Zwar verloren, aber ist ja scheißegal. Mich stört's nicht, wenn in meiner EP-Statistik steht 1000 Alderax verloren. Und 1 geworden, das ist mir doch wurscht. Wer auf sowas Wert legt, der hat ganz andere Probleme, wie ich finde. Und ja. Und tschüss.